Lindig Fördertechnik GmbH. Wurde vor 115 Jahren in Eisenach gegründet. Beschäftigt 240 Mitarbeiter. Lindig Fördertechnik GmbH hat 6 Standorte in 4 Bundesländern. Bietet Dienstleistungen rund um Gabelstapler und Arbeitsbühnen. Lindig Fördertechnik GmbH bietet eine große Mietflotte an Neu- und Gebrauchtgeräten, besitzt eine eigene Akademie mit breitem Schulungsangebot. Sven Lindig leitet das Familienunternehmen in 4. Generation. Ösen gleiten an einer verborgenen Metallstange entlang, wie beim Spiel heißer Draht. Darf die Stange dabei nicht berührt werden. Ebenso ist die Schnelligkeit beim Stapeln von Gymnastikbällen oder beim Umräumen von Kisten gefragt. Szenen aus Spielerland? Nein. Diese Übungen finden statt auf dem Gelände der Lindig GmbH in Krauthausen. Erfahrene Gabelstapler, Fahrer kämpfen hier um den Titel Meister der Staplerfahrer. Dies ist nur eine von ganz vielen unkonventionellen Ideen, die aus dem Hause Lindig stammen. Der Geschäftsführer Sven Lindig ist für seine Offenheit gegenüber neuen Ideen bekannt. Seit dem Generationenwechsel vor wenigen Jahren ist er die treibende Kraft, um sein Unternehmen mit Weitblick und Kreativität voranzubringen. Unterstützt wird er hier durch einen engagierten und dynamischen Führungskreis. Um seine Firma systematisch voranzubringen, hat sich Herr Lindig schon vor vielen Jahren für den Einsatz der Temp-Methode entschieden. Aufgrund der großen Erfolge verleihen wir heute unseren Temp Award an die Lindig Fördertechnik GmbH. Bitte, Herr Lindig, Sie sind der verdiente Gewinner und deshalb bitte kommen Sie auf die Bühne. So, das ist das Teil. Ja, es ist so gewesen, ich bin 2009 auf dem Tempus Unternehmertag gewesen. Ich wollte damals unbedingt mal den Schindlerhof sehen, Klaus Koppiol und so weiter und dachte, das passt, interessante Themen, fährst mal dahin, da habe ich die Temp-Methode auch kennengelernt. Und dann war es ein Dreivierteljahr später, die Unternehmensnachfolge war beschlossene Sache 2010 und ich habe dann also diese Methode eingeführt, indem ich unsere Führungskräfte oder die neue Mannschaft, die ich mitnehmen wollte auf dieser Reise, dann mitgenommen habe. Wir haben uns also mit dem Tempus-Berater Michael Rathgeb anderthalb Tage eingeschlossen und haben dann Vision, Mission, alles, was wir wollen, ausgearbeitet. Und das haben wir dann auch später nach etlichen mehr Workshops in eine kleine Broschüre, die jeder Mitarbeiter hat und bekommt, dann auch reingegossen. Und dieser Weg hat zum Erfolg geführt. Wir haben also einmal diese Standortorientierung durch die Temp-Methode bekommen, wo stehen wir gerade. Und ich kann Ihnen sagen, wir hatten Bereiche, wo wir gut waren und wir hatten auch Bereiche, wo es verdammt mau aussah. Es hat sich sehr viel getan in den letzten Jahren. Sehr viele Projekte sind erfolgreich durchgeführt worden. Und ich möchte gerne mit unserer Mannschaft in die Champions League der Unternehmen einsteigen. Wir sind ein kleiner Mittelständler, sind aber stark gewachsen in den letzten Jahren. 2008 waren es noch 100 Mitarbeiter, jetzt sind es über 240. Und ich freue mich auf das, was noch vor uns liegt, auch mit der Temp-Methode und freue mich natürlich sehr hierüber und gebe das mal symbolisch an unsere Mannschaft weiter, die natürlich hier Hauptträger des ganzen Prozesses ist. Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank, Sven Lindig.